Ich bin's, Jani Sophia Höder, und ich habe Rosamac gegründet, weil ich Aufklärung betreiben möchte. Emanzipation, Empowerment und Selbstermächtigung. Wer bist du und wie identifizierst du dich? Rosamac haben wir gegründet, einerseits mit dem Gedanken, okay, es geht um Repräsentation, dass man das Gefühl hat, man ist Teil dieser Gesellschaft, man ist nicht unsichtbar. Also ich habe 17 Jahre lang meine Haare ziemlich geglättet. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was das für Folgen für meine Gesundheit hat. Wo ich realisiert habe, was für Mechanismen da einhergehen, warum das dazu führt, dass ich mein Aussehen verändere, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum tue ich das und für wen tue ich das. Und ab da war das, glaube ich, so ein Liberalisierungsprozess, in dem ich immer noch stecke, der immer noch vonstatten geht. Ich glaube, man kann damit niemals fertig sein. Selbstbezeichnung geht es darum, dass schwarze Menschen es gewohnt sind, fremd gelabelt zu werden, meist von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Sind Selbstbezeichnungen so ein Liberalisierungsprozess, so nach dem Motto, ich ermächtige mich selbst und ich wähle nicht die Bezeichnung, die du für mich ausgewählt hast, sondern ich kreiere selber eigene Bezeichnung, unabhängig davon. Wenn ich eine Begrifflichkeit für gewisse Dinge habe, kann ich es besser benennen und kann dagegen besser vorgehen. Und das war auch so mein Bedürfnis, so ein digitales Lexikon zu schaffen. Was bedeutet Colorism? Internalisierter Rassismus. Und was ist eigentlich dieses Afrodeutsch? All diesen Fragen widmen wir uns in der neuen Rosapedia-Folge. Haare sind für schwarze Frauen ein ganz emotionaler Prozess. Wenn man so ein bisschen zurückgeht und so auf die Sklaverei zurückblickt, waren Haare auch in Afrika so eine Art von Kulturzugehörigkeit. Und das wurde halt wegrasiert und so kamen die SklavInnen quasi in die USA und haben somit ihre Kultur oder wurden ihrer Kultur beraubt sozusagen. Deswegen sind Afrohaare schon ein großes Thema. So this why you're going to do it yourself? With my mom, yeah. Ah, okay. Your mom is African? No. German? Yeah. You're lucky that your mother is German, but she learned it, you know? Yeah. Most of the time, if I see the mixed children, I cry for their head. Yeah. I have friends that I can cut their head off because they just like the beauty of the mixed children. Mm. And they do nothing, but our hair is difficult, but still it's easy to go. Naja, wenn du als schwarze Person in Deutschland so isoliert aufwächst, dann fühlst du dich, glaube ich, oft entmutigt in deinen Gedanken, weil du das nicht mit jemandem teilen kannst vielleicht in deinem direkten Umfeld. Und deswegen benutzen wir vor oft den Begriff Empowerment, weil es darum geht, zu sagen, du bist nicht allein und wir sind da für dich und wir supporten dich. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, berichten immer wieder über strukturellen Rassismus. Der beginnt ab der Schule, im Bildungswesen, in was in Bildungsmaterialien vermittelt wird. Da beginnt es ja schon. Und dann geht es weiter und zieht sich durch. Und das kann man halt statistisch nicht beweisen, weil man halt nicht differenziert. Diese Zahlen oder dieser Zensus würde dazu helfen, dass man einfach so ein kollektives Bild hat und sagen kann, hey, Emotionalität ist draußen, das sind die Zahlen, das sind die Fakten und jetzt können wir darüber diskutieren. Also ich denke schon, dass ein Perspektivwechsel stattfindet oder die Realisierung, dass die Definition von Normen nicht der Durchschnitt ist. Ja, beweist es halt, dass Leute sich nach Realität und nicht das konstruierte Reale sehnen, dass sie halt mehr authentische Sichtbarkeit, Repräsentation und das reale Leben haben. Ich meine, jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, aber wenn wir uns durch die ARD-Mediathek so durchscrollen, sieht man nicht so viel davon. Es gibt voll viele Sachen, wo man sich informieren kann. Aber die Frage ist, möchte man das? Weil es ist ja auch ein schmerzhafter Prozess zu realisieren, dass man weiß ist. Weil schwarze Menschen realisieren das super schnell. Ich muss mich ganz, ganz früh ab Kindesbeinen in der weißen Mehrheitsgesellschaft mit meiner Hautfarbe auseinandersetzen. Menschen, die davon betroffen sind, können sich verändern. Die können darauf aufmerksam machen und ihre Energien reinpacken. Aber die müssen sich eigentlich mehr mit ihren inkanalisierten Rassismen beschäftigen. So. Eigentlich müsste Rassismus gar nicht das Thema von schwarzen Menschen sein. Und eigentlich von weißen Menschen.
glaube, ja, dass das eigentlich das Grundgesetz ein gutes Beispiel ist, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir es anpacken. Aber es ist eine Utopie. Also so funktioniert unsere Welt nicht. Boah, das ist so deprimierend, oder? Aber ja, doch, ich glaube tatsächlich das, was das Grundgesetz so sagt, dass jedes Menschenleben relevant ist. Ja.